Yo, was geht ab, liebe Leute von heute? Digga, nach dem Game gegen die Eagles letzte Woche stehen wir 9-6 und auch diese Woche haben wir einen Gegner vor uns, der bis jetzt nur 4 Siege sammeln konnte. Das ist eine schöne Parallele zur letzten Woche. Wir haben uns entschieden für die geilen rot-gelben Unis. Bijan Robinson erstmal mit einem dicken Run. Falcons in komplett weiß, also auch hier wieder ein geiles Jersey-Matchup, finde ich. Wir spielen zu Hause und wir wollen natürlich auf die Playoffs pushen. Schönes Play von Benjamin St. Juice. Wir wollen auf die Playoffs pushen, Leute. Wir wollen reinkommen. Dementsprechend wäre ein Sieg hier richtig wichtig. Dann würden wir 10-6 stehen. Schauen wir mal, was wird. Erster Drive halten wir Stand. Igbenagene macht hier nicht wirklich irgendwas. Wir starten an der 28 mit unserem Drive. Mal sehen, was gehen wird. Und das ist direkt eine tiefe Bombe, Digga. Direkt eine tiefe Bombe auf McLaurin. Leider nicht durch für einen Touchdown, aber 46 Yards direkt noch mit dem ersten Pass. Austin Eckler rennt auch schon mal für 6 Yards. Sehr schön. Richtig, richtig guter Start in dieses Game. Austin Eckler mit dem nächsten Run reicht easy für einen First Down. 2 Rushes, 11 Yards. Schön, schön, schön. Jaden Daniels rennt raus. Und kriegt hier glücklicherweise noch ganze 6 Yards, Digga. Und das ist einfach nur, weil er Jaden Daniels ist. Hier, der Screen Pass hat leider nicht funktioniert. 3. und 4. Jo, das ist der erste Touchdown. Auf the Keys. Let's go. Sehr, sehr schön, Digga. Richtig guter Start in dieses Game. Besser könnte es nicht laufen. Defense hält Stand. Und dann machen wir einen wundervollen Touchdown-Drive, Digga. Einfach nur geil, sage ich dazu. In echt wird es übrigens auch spannend gegen die Falcons. Die spielen ja aktuell gar nicht so schlecht, ne? Also sind ganz gut in echt. Oh mein Gott, Digga. WTF Armstrong einfach mit dem Pick beim Screen Pass. Das ist wild. Wir starten an der 18 so mit unserem Drive. Das war ein risky Wurf, Digga. Nur 1 Yard. Mal sehen, was gehen wird. Oh, Onyemada kommt direkt durch. Wir müssen wegscramblen mit Jaden Daniels. Und finden dann noch Zach Ertz. Richtig, richtig starkes Play, Digga. 3. und 1. Quick Pass, der ist aber incomplete. Ball wurde nicht festgehalten. 4. und 1. Wir gehen dafür. Blitz kommt. Zakirs ist dementsprechend in der Mitte offen. Wichtig und richtig. First and Goal. Austin Eckler erstmal mit einem Run. Er rennt dran vorbei. Second and Goal jetzt dadurch an der 1. Und das ist eine Read Option. Und die geht mit Jaden Daniels für den Touchdown. Let's fucking go. Yes, Sir, Digga. Richtig gutes Game bis hierhin. Aber ja, in echt. Ach so, heute ist Samstag, wo ich das gerade kommentiere. Morgen am Sonntag. Spielen die Commanders gegen die Steelers. Steelers stehen gerade 6-2, haben eine geisteskranke Defense und Offense jetzt mit Russell Wilson natürlich auch krass. Digga, was war das für ein Catch von Drake London? Dementsprechend bin ich auf jeden Fall todesgespannt auf das Game zwischen Commanders und Steelers. Er probiert die tiefe Bombe auf London direkt nochmal, aber diesmal ist St. Juice da und verkackt nicht so wie davor, Digga. Schüttelt hier einen O-Laner ab und rennt jetzt erstmal ordentlich, weil er richtig viel Platz hat. Wir haben es mit einem Stop-and-Go probiert, hat nicht wirklich was gebracht, aber... Krankes Turnover, wir starten an der 49. So, schönes Play wieder. Oh mein Gott, was? Okay, McLaurin droppt den Ball. Das ist auf jeden Fall eine Seltenheit. Zakirs mit einem nasty Spin-Move für einen First Down, Alter. Let's go. Einmal kurz einen Schluck Tee trinken für die Stimme. First Down über Austin. Und hier fast direkt das zweite First Down hinterher. Wir sind im zweiten Viertel, second in inches. Austin Eckler bekommt zum 3. Mal in Folge den Ball und holt wieder ordentlich Yards. Read Option kommt, wir ziehen raus mit Jaden. Da ist viel Platz. Oh mein Gott, er rennt wieder daneben. Der Spin Move war irgendwie weird, aber egal, Digga. Zweiter Rushing Touchdown mit Jaden Daniels in diesem Game. Wieder über die Read Option. Sehr, sehr geil, Digga. So, er kommt mit dem Pitch Play über Bijan. Das geht für 9 Yards. Play Action, aber das ist eigentlich alles zu, würde ich sagen. Und das ist der nächste Pick mit St. Juice, Digga. Let's go. Und der rennt wieder ordentlich weit zurück, Alter. Let's go, Junge. Also wirklich todesstarkes Spiel bis hierhin von uns. Austin Eckler, Digga, tankt sich durch für 5 Yards. Sehr nice. Jared ist es diesmal. Ich dachte, Onyemada kam. Oh, schön, Junge. Schön, schön, schön. Guck mal, wenn der Druck halt so durch die Mitte kommt, weil er den User steuert in der Mitte da, dann müssen wir halt wegscramblen. Oh, Alter. Schönes Ding, Digga. Reingesippt auf die Go-Route von McLaurin. Ich wollte nämlich gerade sagen, Onyemada kam schon wieder durch die Mitte durch. Hat aber nichts gebracht, weil wir schnell genug gesehen haben, dass McLaurin auf dieser Go-Route einfach wide open war. Digga, also was ein Game, Junge. Wenn wir so jedes Spiel spielen könnten, dann würden wir Super Bowl gewinnen. So, das ist ein starkes Play von Kyle Pitts.
Damn, Digga. Der Spin-Mover krank. Bijan Robinson. Übrigens, ab 28:0 muss man Mercy Rule machen, also Shoe Clock spielen. Zumindest von meiner Seite. Von der Offense-Seite natürlich nicht. Von ihm jetzt, ne? Aber. Oh, Digga, das hätte ein Pick sein müssen. Quan Martin hätte den picken müssen. 4. und 2, er geht dafür. Der ist incomplete. So, wir übernehmen den Ball, Leute. Und jetzt, wie gesagt, ist halt Mercy Rule. Das heißt, erstens Shoe Clock und zweitens, wir dürfen nicht mehr scoren, außer einen Field Goal. Okay, das müsst ihr jetzt im Hinterkopf behalten. Wir dürfen jetzt keine Touchdowns mehr scoren. Ab jetzt nur noch Field Goals. Alter, ist das ein Scheunentor, Digga. WTF, keine Ahnung, was da in seiner Defense schiefläuft. Read Option wieder mit Jaden und wir haben unfassbar viel Platz. Ich glaube, hätte ich da einen Spin-Move rausgehauen, dann wären wir für den Touchdown gerannt. Bin ich ganz ehrlich. Austin Eckler holt 2 Yards. 2. und 8. Wir spielen nach wie vor True Clock. Austin Eckler wieder ein paar Yards geholt. 3. und 4. True Clock runterlaufen gelassen und jetzt halt das Field Goal genommen. Aus genannten Gründen. Eine Sekunde noch, letztes Play für die Falcons in dieser Hälfte. Und dann gehen wir ein... Oh, warte. Jawohl. Let's go, Alter. Was eine Massenkarambolage, Digga. Jeremy Chin holt den Pick. Und deswegen gehen wir jetzt mit 31:0 in die Halbzeit, Leute. Und kriegen sogar noch den Ball. Also das ist wirklich gottlos. 31:0 und wir kriegen den Ball, ist crazy. Wir dürfen auch jetzt natürlich wieder nur ein Field Goal scoren. Ich glaube, ich werde auch jetzt hier irgendwann anfangen, so nicht mehr jedes einzelne Play zu zeigen. Digga, wieder die Go-Route auf Crowder. Ich weiß nicht, was mit seiner Defense los war. Aber Digga, das war wirklich geisteskrank, was wir hier für Go-Bälle anbringen konnten. So, Jaden Daniels scrambled wieder für ein paar Yards und fumbled nicht. Das ist auch richtig stark, dass er so gut wie nie fumbled eigentlich. Zach Ertz wird hier ordentlich weggehauen und holt nicht das First Down. 3. und 1. Jaden Daniels probiert zu rennen, das ist aber nix. 4. und 2, wir nehmen das Field Goal. Und ab jetzt, Leute, ab 34:0 darf man gar nicht mehr scoren. Crazy Regel, oder? Man darf jetzt gar nicht mehr scoren. Das heißt, egal wie gut wir spielen, wir müssen dann entweder abknien oder punten oder, ja, weiß ich auch nicht. So, 2. und 1. Kann ja auch sein, dass er jetzt zurückscored. Dann können wir natürlich auch wieder scoren, ne? So, Bijan Robinson holt hier erstmal das First Down. First and 10, Play Action kommt, ist aber eigentlich alles abgedeckt. Und er wird fett gesackt von, ich weiß nicht, Fowler? War es Fowler oder Luwu? Ich weiß nicht. Und da ist der nächste Pick. Jamin Davis. Und wir haben direkt 4 gedrückt und uns hingeschmissen, weil wir eh nicht mehr scoren dürfen. Play Action, 1. und 10. Und der ist picked. Landman, das war der erste dicke Fehler von uns in diesem Game. Der halt echt nicht, also das war einfach kein guter Wurf, keine gute Entscheidung. So, 1. und 10 für die Falcons. Oh, das wäre ein schönes Play gewesen. Tight End kann das Play leider nicht machen. Oder den Catch, sagen wir mal. Boah, okay. Starker Wurf, starker Catch. Festgehalten trotz der fetten Kelle. Auch das hier wieder starker Catch, Digga. Drake London, richtig brutales Tier. Er hat ja auch am Anfang gegen St. Juice diesen Go-Boy gefangen. Und da ist der Pick. Bobby Wagner mit dem Pick, Digga. Also es bleibt weiterhin ein 2-0-Spiel. Jameson Crowder mit einem geilen Play beim 3. und 10. Jetzt habe ich halt angefangen hier nicht mehr jedes Play reinzumachen, weil das meiste waren irgendwie, ja, Plays, um einfach die Zeit runterzunehmen, ne? Weil wir dürfen ja nicht mehr scoren. Deswegen punten wir jetzt hier zum Beispiel auch beim 2. und 6, weil ich mir so dachte, ja, was soll ich jetzt machen? Also soll ich die ganze Zeit jetzt runterdriven bis zur 1-Yard-Linie und dann irgendwie abknien oder was? Also macht ja dann irgendwie auch keinen Sinn, dann habe ich halt einfach den Ball gepuntet, so, Digga. Weil dann hat er auch nochmal eine Chance irgendwie zu scoren. Das ist dann vielleicht nicht ganz so mau für ihn auch, wisst ihr, was ich meine? So, 4. und 15 jetzt, aber er puntet zurück. Er hätte natürlich auch dafür gehen können, aber ist logischerweise todesschwer. 4. und 15, wir schmeißen uns hin. 3. und 4 jetzt zum Beispiel schon wieder habe ich reingeschnitten, weil es nochmal eine schöne Read-Option mit Jaden Daniels war, mit Spin-Move. Und jetzt fangen wir halt an abzuknien, haben Mariota reingewechselt. Weil, wie gesagt, ich wusste nicht wirklich, was ich sonst machen soll und ich möchte eigentlich keine Minus-Yards mit Jaden Daniels haben oder dann irgendwie noch so Injuries riskieren. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen habe ich dann mit Mariota halt abgekniet und ihm nochmal sozusagen die Chance gegeben. 3 Minuten, Lob-Pass ist incomplete auf Kyle Pitts. 3. und 10.
Das ist wieder ein Pick, Quan Martin. Also ich habe das Gefühl, jeder in dieser Defense hat sich einmal einen Pick gegönnt irgendwie. Habe ich ein bisschen rumgealbert mit Quan. So, Brian Robinson habe ich hier den Run reingeschnitten, weil der richtig tiermäßig war. Und jetzt ist das Ding auch durch. 34-0 gewonnen, Alter. Absolute Dominanz in diesem Game. Wir stehen 10-6, Leute. Playoff-Kurs ist damit auf jeden Fall am Start. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst natürlich gerne ein Like da. Abonniert, wenn ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Video. Bis dahin, euer Eric.